Der speichert übrigens eine Zimmer. Ganz kurze Frage. Wie schaffe ich es hier? Also hier muss ja auch irgendwas abgelagert werden beim Reaktor. Wo ist die Ladestation dafür? Das wird nach Robotern erledigt. Da sind in der Mitte Anforderungskisten und so. Das wird komplett mit Robotern, weil da geht ja nichts rein. Also das ist so dicht, da kommen keine Bells und nichts hin. Das muss mit daneben und dann mit Robotern rübergeflogen werden. Und nur dadurch ist es überhaupt möglich. Dann würde ich das einmal kurz so machen, dass ich wahrscheinlich hier eine Entladestation mache und dann bleibt dieser Komplex halt für sich alleine, weil dann läuft das hier konstant, dann fährt sozusagen im Einzug von hier unten nach hier oben und dann ist alles gut. Genau. Würde ich jetzt einfach nochmal so sagen, wenn das okay ist. Ja, aber nicht direkt auf die Schiene, weil du hast sie jetzt so verbunden, dass die sonst sich da stauen würden. Wenn das jetzt nur so ein quasi so eine Engstelle wäre, dann wo ist das? Dann würde ich hier noch irgendwo ein Looping einbauen. Dann würde ich, glaube ich, hier ein Looping einbauen mit der Ladestation. Entladestation. Brauchst du eigentlich nicht. Mach mal da unten noch, sonst mach da unten noch ein bisschen mehr Erde hin und dann machen wir da quasi so eine Station. Dann kannst du hier unten Looping reinbauen, das fährt er runter, da rein oder ja, ne, und dann kannst du. Ja, ich mach das schon, alles gut. Ich will jetzt erstmal den Komplex, also alles erstmal aufbauen, bevor irgendwie was passiert. Wird halt, das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich glaube, ich würde da unten einfach nur mehr Erde hinbauen und dann dort. Ja. Pass auf, Stefan, ne? Wenn du. Mit den AOE-Damage ging alles gut. Ich versuche das zu umgehen. Am besten baust du die hinter dir alle ab, dass du auf keinen Fall da reinkommst. Ich habe hier so einen Gang, wo ich langlaufen kann. So. So ein bisschen Camps habe ich schon ausgeräuchert. Ausgerottet. Also ich bin zum Beispiel beim Pushen unten auch sehr gut einfach nur ohne diese AOE-Dinger da gekommen. Auch weil es sicherer ist. Einfach mehr von den normalen Turrets. Du hast ja auch die großen Umspannwerke. Dann kannst du einfach einen Blueprint machen, wo du richtig viele von den Laserdingern hast. Und dann kannst du damit versuchen, alleine zu pushen. Weil ich musste so vorsichtig immer sein. Alter, die explodieren. Chance von den Rotdingern, ja. Alter. Digga. Oh, Digga, meine Augen kommen nicht klar. Oh, repariert. Habe ich Reparatur jetzt noch? Ich fand, also ich habe gemerkt, dass wenn ich merke, dass die ohne die AOE-Turrets bin ich sicherer und dadurch war ich schneller. Das ist so mein Learning gewesen. Learning. Learning. Ich muss mich nicht ablenken lassen. Diese Geräusche kommen alle von Stefan hier. Ja, alles gut. Gar kein Problem, alles fetzt. Gut, das heißt, wir haben jetzt. So, wir produzieren jetzt alle Module einmal. Muss es noch vielleicht optimieren. Ausgeräuchert, ihr Wichser. So. Mehr Furnaces haben jetzt auch Module drin. Ja, tötet den scheiß Wichser jetzt endlich mal. Ist beim Eisen kein. Ne, beim Stahl ist kein Balancer drin, oder was? Doch. Ja, okay. Doch. Reparaturkits kaufen, ey. Kaufen, herstellen. Ja, schon wieder. Hier, warte mal. Oder kann sein, dass er vorher da war. Genau hier ist wieder Metall. Das ist einer ab und zu. Aber wo kommt dieser Penner her? Ist irgendwie ein Roboter falsch abgebogen oder so? Ja, die liefert da ja nichts rein. Da ist ja kein Receiver oder so. An sich, da ist ja gar nichts, ne? Oder ist es vielleicht irgendwie so ein Bug mit den Underground-Belts, dass die durch irgendein Event überschneiden? Wenn ich hier nochmal... Ich gucke hier gerade nochmal durch die Endproduktion, ne? Weil wenn da noch was durchgekommen ist, dann müsste man das da ja sehen. Aber ich sehe da nichts. Bei der Endproduktion oben, ne? Ja, zum Beispiel bei den Landfills. Die sind ja dauerhaft in Produktion.
Wenn da irgendwas an Eisen durchgekommen wäre, müsste am Ende des Bandes auf jeden Fall was sein. Da ist aber nichts. Also ist das wahrscheinlich einfach nur noch ein Überbleibsel, der irgendwo in einem Splitter hing oder so und du deswegen nicht gesehen hast. Kann auch sein. Also wenn da hinten nichts ist, dann ist da auch nichts reingekommen, weil da müsste es definitiv sein. Haben wir da oben eigentlich wieder Eisenplatten drin, die da nicht hingehören? Nee. Nee. Auch nicht. Ja. Ha. Oh. Alter, also Boden kannst du eigentlich überall durchziehen, das ist ja schon... Oder hast du schon gemacht? Boden? Komm, das... Ja, Boden, weil wir haben so viele Steine... Ach, Boden, übrig. Ich hab echt Bohnen, die diese... Ne? Keine Sense zu Boden. Wo willst du den Boden haben? Überall. Ja, dann. Wir haben ja jetzt genug Stein, ne? Dann kann man das auch mal ein bisschen verbrennen. Ja. Und sie gebaut bei in der Nase ein Atomkraftwerk. Oh, das leuchtet so geil, giftgrün. Ich habe keine Strommäste mehr, oder was? Nee. So, falls es laggt, das sind die ganzen Aufträge gerade. So, ist das hier sicher? Ja, ich kann, glaube ich, zurückgehen. Es war auch sehr wichtig, dass dass das Atomkraftwerk logistikmäßig abgeschnitten ist vom Rest. Es darf nicht verbunden sein. Es muss ein eigenes System sein. Boah, bin ich froh, wenn ich hier überirdisch irgendwie nochmal eine Brücke setzen kann, ne? Weil das ist einfach kacke, diese Kreuzung. So, ich komme voran. Ich komme voran. Stetig. Ja, ich kann das auch nicht. Stetig wächst das Murmeltier. Das ist auch jetzt nicht andersrum. Ich könnte das auch alles nach unten führen. Genauso wie der Spruch. Rechts rum. Einfach. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh, chill mal. Gut, machen wir das hier. Und hier hin einmal. Das bitte einmal abbauen. Ich hätte da ein Radar hinstellen sollen. Scheiße. Muss das umbauen hier. Also ich beeile mich nicht. Brauchen alle zu lange dafür. Ach Mann, ey, so eine Scheiße. Ja gut, dann. Okay, das heißt, ich muss erstmal jetzt. Ich muss das erstmal kappen. So, liefert mal bitte. Ich kappe gerade sämtliche Erz an die Forum, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Okay. Das ist ja schrecklich. Nein! Was hört ihr euch? Das ist richtig aggressiv. How dare you! Ich glaube, das können wir hier noch hochziehen. It is what it is. A bunch of piece of cuck. So, keine Schiene mehr. Wartet ihr alle, dann wird alles gestaut, aber das muss jetzt mal eben. Bauarbeiten, ja, wir müssen mal eben alles abbrechen. Oder? Wenn ich keine Vision auf ein Gebiet habe, zum Beispiel hier im Norden, ne, und ja. Sachen kaputt gemacht werden oder angegriffen werden, kriege ich dann trotzdem ein Signal? Ja. Okay. Das ist okay. Dann ist es ja safe. Alles halt kaputt, wenn ich wieder da bin. Ja, du siehst halt nur leider nicht genau, wo und was genau. Das ist halt so das Ding. Aber das war sonst, ja. An sich sind die ja sicher jetzt. Ich denke mal. Ziel nicht erreichbar. Warum nicht? Achso, weil jetzt hätte ich alles gehabt. Die ganzen Züge so, hä, wo soll ich hin, Alter? Was? Wohin? Was? Hä? Hä? Wo? Hä? Ah, mein Inventar ist voll. Fuck. Fuck. Die wollen bauen können, aber nicht. Lass sie mal raus. So, Zug, komm mal mit. Wir müssen woanders auf die Gleise. Ist alles hier gestaut. Kann ich hier durchfahren? Maybe? Geht das?
Oh, Bauroboter haben wir gerade nur 1000 verfügbar von 8400. Haha, die sind alle Beton bauen. Oh ja, wenn man die Map anguckt. Die sind alle bei den Baudingern. Von Beton. So geil. Ja, da müssen das auf jeden Fall noch, da muss ich noch ein paar mehr Ports hin machen. Die brauchen ja ewig, um sich vollzuladen. Das ist leider immer kacke mit den Robotern. Ja. Hat wer ein Herz-Emoji in den Chat gesendet? Hier? Ja, gerade. Wenn man das macht? Ja. Mensch. Ich weiß nicht, was, ist ja süß. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich sehe das auch nur, wenn ich hingucke, ehrlich gesagt. Weil es ja auch nicht gecheckt wird, glaube ich. Aber es boostet bestimmt ein bisschen den Algorithmus. Also drückt mal alle auf dieses Herzchen da. Alle hier, 100 und Herzchen. Irgendeine sinnlose Scheiße spammen. Boah, schon. So ein geiler Stream, Leute. Irgendwas in Chatpost, einfach irgendwas schreiben. Junge, voll geil, Scheiße. Kommt alle rein. Oh mein Gott, das muss die Welt sehen oder so. Weißt du, dass der Algorithmus denkt, oh mein Gott, was ist denn da los? Die ganze Welt muss sich jetzt hier versammeln, Alter. Ja, und auf einmal Startseite. Nur weil einer Herzchen reingesendet hat. Ja, ja. Oh, das muss wichtig sein. So, grüne werden hier auch nochmal produziert. Das ist Chock. Das heißt, grüne werden hier jetzt auch ein bisschen. Ich habe quasi nochmal grün, rot und blau nochmal ein bisschen angekurbelt. Weil hier am Ende wir noch mehr brauchen. Weil da wird jetzt so viel zwischendurch abgegriffen. Das ist der Wahnsinn. Ey, stop spamming me. Arschloch. Aua. Oha. 50 Tempo 3 Module. Gönn ich mir erstmal. Und streng, du Arschloch. Oh, die sind jetzt auch vom Strom abgekappt hier. Das wollte ich nicht. Ein bisschen. Na, komm mein schon. Mein Gott, komm jetzt endlich mal ein paar Roboter hier. Das kann ja wohl nicht angehen. Oh, Roboter, hallo. 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 So viel grüne. Ja, grüne Circuits kommen gar nicht gerade. Ja, weil nix ist, also. Ja, du hast ja abgekackt. Ja, ja. Abgekackt. Die ist direkt drauf, wo es nix gibt. Warum jetzt hier zu lange, ey? Mühsam. Ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Aber noch Blätter. Doch. Ja, da. Ja, dann passt. Na, was für Chips isst du, Lima? Keine Mayonnaise-Chips. Warum nicht? Weil ich diesmal Bock hatte auf nur langweilige gesalzene. Einfach Chips, weißt du? Ohne fancy Geschmack, nur Salz und Chips. Let's go. Wir haben sogar Süßkartoffelchips gesalzen. Die schmecken echt weird. Aber irgendwie ist der Nachgeschmack geil. Es ist halt komplett ein Süßkartoffel. Ich frag nicht, was für Chips. Einfach normale Chips. Normale gesalzene. Ja, Marc ist ja wurscht. Ja. Ich nehme die billigen, ich nehme die teuren. Das, was im Angebot ist. So, ja gut. Ich muss jetzt auch auf die Produktion warten, damit ich das mal testen kann gleich. Haben wir keine roten Bells oder was? Okay, wir doch. Was. Eigentlich haben wir, warte, ich check mal kurz. Nicht, hey, dass die schon gone sind. Splitter sind nicht mehr da. Ja, oder Splitter Bells haben wir nicht, weil die blauen fehlen. Hallo Pizza. Aber Underground Bells haben wir doch, oder nicht? Ja, Underground haben wir 200. Warum kommen die denn da nicht hier? Ich mach mal hier ein paar mehr. Machen wir mal hier. Ah, da sind sie schon unterwegs. 200, 300. Machen wir mal 300 Underground Bells, das reicht ja. Ja, die sind schon unterwegs. Okay, das wird mit der Zeit. Oh no. Machen wir das hier rüber. Ja, ich weiß, es wird angegriffen. Halt die Fresse, das Spiel. Boah, wie dick ist denn der? What the hell ist das, ein Schwanek? Guck dir den mal an, die Leiche. Was ist das denn bitte? Oh ja. Chef, kannst du dich mal daneben stellen? Warte. Oh das Gott! Sind, das sind, glaube ich, die T10-Würmer, oder? So wie der da. T10-Titanwürmer, Alter. Ja. Junge, ist das ein Pimmel, Alter. Der kann ich im Ganzen schlucken. Alter. Nutzt dich als Zahnstocher, Alter. Ne, du musst dich mal
versuchen, da hinzustellen. Quasi, Stefan steht daneben, ich stelle mich da auch daneben vor. Das Ding ist fast so groß wie ein kleines Haus. Also wenn du es aus der Sicht von diesem kleinen Macker da siehst, das Ding ist ja riesig fett. Ist locker 4-5 Meter groß. Das wiegt locker eine Tonne. Ja, mehr, definitiv. Ich vermisse Unge. Ja, ne? Jetzt for real. Also, deine Streams waren schon schön. Das stimmt ja auch immer noch. Naja, auf Englisch. nicht immer. Aber ungeklickt fehlt mir. Auch so. Ja, ich weiß auch nicht. 2020 ungefähr haben wir jedes Mal ungeklickt geguckt, aber irgendwie wurde es mit der Zeit dann langweiliger. Er hatte auch irgendwie, man hat es irgendwie gemerkt, dass er so ein bisschen bergab ging. Sowas. Irgendwie wurde es dann. Ist ja auch nicht schlimm so, aber. Ja, ist also, man hat einfach gemerkt, dass er nicht mehr so richtig Bock hatte. Und das hat halt abgefärbt. Jeden fucking Tag. Und dann so viel Drama die ganze Zeit, ey. Ja. Das ist halt schon irgendwie. Sad. Es ist schon sad gewesen, weil ja, bist halt deswegen da, um halt auch, ne, weil es halt so eine geile Art ist, aber dann irgendwie hört's auf und dann ist irgendwie auch nicht mehr so. Gesundheit. Dankeschön. Kacke, Alter. Wir appreciaten ihn natürlich. Shady. Okay, Shady, kommen Metalle auch gleich. Was hast du denn eigentlich jetzt gemacht? Ich bin hier gerade bei den Unloading Stations. Wir haben hier das Problem, dass ich so eine Überkreuzsituation habe. Die sieht man hier oben auch ganz gut. Na, da, wo ich jetzt gerade bin, an der Kreuzung hier. Ja, ja. Ein Zug kann gleichzeitig hier durch. Und weil die sich so aufstapeln, kommt einer von oben, dann einer von links. Dann einer von oben, einer von links. Und die haben sich immer gestaut, auf beiden Seiten. Das heißt, ich werde das jetzt nicht nach oben wieder reinführen, sondern ich drehe das um. Ich werde die hier nicht nach oben beugen, sondern nach unten, dass die hier runterfahren. Und dann unten nach rechts. Und dann sind die halt auch wirklich schon auf der richtigen Seite und müssen nicht über Kreuz immer wieder, sondern können auch gleich auf dieselbe Seite sein. Wenn wir mehr Züge haben, dann das wird einfach immer ein Bottleneck sein. Und da ich das umdrehen muss, muss ich hier auch die ganzen Beltdinger umdrehen, weil die halt teilweise hier dritten liegen. Das ist ein bisschen Arbeit. Ja, es ist halt alles leider ein riesen Rattenschwanz, aber das kriege ich hin. Können wir eigentlich Eisen schon upgraden? Das ist ja nur noch das Rote. Zum Beispiel auf die Extreme Fast, auf die Blauen. Das sind zwei Tiers drüber. Was für... Was? Eisen und Kupfer. Achso, die Bärs. Ja, das, ja, die sind jetzt nämlich gerade rot. Das können wir machen. Schon auf die Blauen machen. Könnten wir. Ich guck mal ganz kurz. Die Blauen... Warte mal, am besten nochmal eben, bis ich hier durch bin. Ne? Dann können wir das nochmal einfach rein. Was fehlt hier? Tempomodul 2. Jetzt sind die alle hier drin, aber ist auch nicht schlimm, weil ich baue einfach hier das Gleis ab und dann sollte das alles hier funktionieren. Weg. Oh. Effizienzmodul 3. 50% weniger Energieverbrauch. Wofür brauchen wir das? Kann man das in Laser stecken? Nein, ja. Tools können keine Upgrades kriegen. Aber es ist, ja, ist es zum Beispiel gut, wenn du das am Anfang machst. Oh, warte mal. Haben die nicht auch... Nee, Pollution weniger. Ja, es ist hauptsächlich halt auch dafür genutzt, dass man Pollution ein bisschen weniger generiert. Das ist so der Hauptaspekt davon. Weil weniger Energie verbraucht wird, dann brauchst du weniger Energie produzieren und schon... Also bis jetzt sind die Blauen halt echt um Weiten die Besten. What the fuck? Ja. Energieverbrauch ist ja wurscht. Tempo doppelt so schnell arbeiten, während die Grünen. Wenn du so viel Platz hast wie wir, dann nicht. Dann ist egal, Energie egal. Hier, die Grünen 3 haben Energieverbrauch um die Hälfte. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber ist ja trotzdem unterlegen dem Blauen gegenüber. Und das Rote hat Energieverbrauch plus 80. Es ist ja richtig krank. Tempo wird sogar auch gesunken. Dafür steigt die Produktivität um 10%. Und die Umweltverschmutzung steigt auch um 10%. Also, das ist echt wack irgendwie. Das ist mega gut, wenn du halt wenig Ressourcen hast, weil du halt, das ist ein riesen Vorteil. Und du kannst ja 3 Stück da reinsetzen, in Assembler zum Beispiel oder in Furnaces 2. Das heißt, du kannst ja Energieverbrauch minus 50% und danach nochmal minus 50%, also 75%. Und danach nochmal, dann bist du fast bei 90%. Wenn du richtig hohe Energieeffizienz oder Effizienzmodule reinbaust, dann verbrauchst du fast gar nichts mehr an Strom.
Es könnte sich richtig lohnen, wenn du wenig Platz hast, trotzdem aber auf Solar setzen möchtest und so wenig Pollution wie möglich verursachen möchtest. Weil besonders Furnaces und Stromproduktion frisst super viel. Verringert den Gebrauch bei einer Maschine bis zu einem Minimum von 20%. Gut, Energieverbrauch 50%, wenn du jetzt 4 davon reinsetzt. 4 gehen nirgendwo rein, glaube ich. Immer nur 3, oder? Nee, weil Sampler 3. 4, genau. Ja, stimmt. Ja. Wie ist denn das dann? Aber ist ja theoretisch bei zusammen addiert plus minus 200%. Also wahrscheinlich wird das ja nicht so kalkuliert, dass du Energie gewinnst, ne? Aber also ich habe das jetzt noch nicht ausgetestet, weil ich die Dinger nie nutze, aber ich würde sagen, wenn du 2 minus 50% hast, dann hast du so etwa minus 75. Und wenn du 3 drin hast, dann hast du das Maximum eigentlich schon fast mit 80, ne? Dann kommt nicht mehr viel. Also Energieverbrauch von mir aus kann Vorteil sein, weil das ist ja nur quasi Positives. Aber Produktivität. Ich meine, ja, wenn du meintest, dass du wenig Ressourcen hast. Ja. War das nicht so Produktivität plus 10%? Das heißt, jedes 10? Zehnte kriegst du ein weiteres? Genau, kriegst du eins for free. Was war das gerade für ein Symbol? Oh, wir haben Strom. Akkuladung. Digga, ich dachte, Sönke startet eine Nuke. Stefan, Abbruch, alles abbrechen, zurückkommen. Wir haben keinen Strom. Das wird schon schwierig. Oh, das ist ein das Warnsignal, was ich extra reingemacht habe, dass wenn nur noch 20% Strom oder so in Batterien ist, dass das dann, ja, ein Alarmsignal macht. Okay, dann muss ich das ja abbauen. Genau, alles einmal abbauen und wieder zurück. Du hast ein bisschen was geschafft, aber wir brauchen mehr Energie. Vielleicht warten, bis AKW ist oder da helfen. Das, ja. War doch mal nützlich. Ja, da hat jemand Gesundheit gewünscht. Ich weiß auch nicht mehr wem, aber irgendwer Gesundheit. Hat jemand genießt? Ja. Also, er hat auch gesagt, das war wohl 15 Minuten zu spät, ja. Und wir haben es gar nicht gerafft. Ja. Ich glaube, das ging mich. Dankeschön, Mint. Null. Ich bin vorhin fett abgerotzt. Ich bin auch der unhöflichste Mensch der Welt, also ich merke das auch überhaupt nicht. Mir ist das auch extra so egal, ob jemand mir Gesundheit wünscht oder nicht, ne? Also, ja, man merkt, dass du kleiner Bastard. Ey, machst du jetzt eine Party oder was? Weiß ich nicht. Ja. Muss ich erstmal noch mit der Obrigkeit absprechen, ob ich vielleicht mal eine LAN hier mache, weißt du? Das wäre so das, wo ich am meisten Bock hätte. LAN oder halt irgendwie geil Cocktail. Auch geil. Digga, Cocktail sowieso, da brauchst du nichts machen. Cocktail, Alkohol, das ist das mit gesorgt. Und ich möchte sehr gut und sehr schön essen gehen. Egal wo. Er möchte eingeladen werden. Ja, dann essen können wir auch selbst bezahlen. Dann gehen wir aber alle in das beste Sushi-Ding und dann können wir richtig, richtig geil essen. Aber es kostet. Oh ja, ja. Und dann gehe ich aber erstmal 2 Tage Fasten vor, damit ich die Bankrott fresse. Wenn das all you can eat ist? Nein. Dann mach's lieber nicht, lieber. 8 oder 6 Sushi kosten irgendwie 19 Euro, also viel Spaß, ne? Ui, Alter. Viel Spaß. Ja, kacke, ne? Ja, du bist so schnell arm. Dann esse ich vorher 2 Döner, dann es ist auch esse ich dann fucking, noch 5 Euro. Es ist auch wirklich fucking lecker, Alter. Das Sushi da, holy shit. Ich sag jetzt nicht, welcher Laden, aber das ist richtig lecker. Scheiße. So, er hat auch noch geschrieben, gute Idee mit Zügen, ja. Das war halt auch eine, muss ich auch sagen, das war auch eine scheiß Idee, da was über Kreuz zu machen, ne? Das habe ich so gut wie nie gemacht und ich weiß auch jetzt wieder, warum ich das nie gemacht habe. Das ist einfach dumm. Okay. Kommt da schon was? Nee, ne? Immer noch nicht. Scheiße. So, ist weg. Hier ran. Oh. Habe ich den Tower vergessen? Ups. Egal. Nein. Hoppala. Nein, der gute Tower. Nein. Der Lack war teuer. Ist ja leider gestorben. Weil ich den mal sehen. Naja. Sorry. Und das immer, ne? Ja, ne? Ja. Was ist denn mit den Eisen los? Sorry, ich habe nicht zugehört, deswegen müsst ihr mir das. Da, wo ich gerade bin, ich baue die gerade in eine andere Richtung und deswegen habe ich alles gekappt, damit ich hier arbeiten kann. Okay. Läuft gleich wieder. Aber aktuell kommt was. Ja, ein paar laufen wieder, ja. Aber nur solange noch was in den Kisten ist, danach hört es wieder auf, weil die Züge nicht fahren. Ziel nicht erreicht. Wird ja alles völlig fallen. Aber die verbreitern sich ja wieder mit den Nestern, wenn ich aufhöre. Ja, aber nicht so schnell. Okay. Wart einfach bis.
Du kannst anfangen, sobald die Nacht fast rum ist und die Batterie voll ist. Die Batterie ist auch jetzt gerade wieder voll, also sonst musst du. Das musst du mal ein bisschen warten und ein bisschen mehr mit den Batterien spielen. Ich versetze die Mauer einfach mal ein bisschen und dann. Weil der Grundbedarf dieser Mauer ist ja sowieso drin und dann versetze ich die Mauer, die den Norden beschützt und dann, ja. Habe ich wen. Muss ich. Aber hier erstmal die Mauer versetzen ist vielleicht auch ein bisschen aufwendig, oder? Ja, wenn wir wenig Energie haben, dann müssen wir das so machen, oder? Ja, also kannst du noch bis dahin machen, aber danach würde ich sagen, lass das lieber. Ah ne, scheiße, ich bin jetzt zu weit. Nee, doch nicht zu weit. Oh, ihr seid so riesen Viecher, ey. Okay. Ihr seid so riesig. Komm. Ja. Ah. Da ist Fake Italien. Ja. Oh, hoppa. Hoppa, hoppa. Diddly die. Jetzt brauche ich mir mal. Voll. Und dann dazu. Nicht. So, die kommen alle durch. Das ist verbunden. Das ist schön. Mach ich. Warum ist das hier dann auf grün? Mach ich einfach ein Blue Shield kurz auf Mauer. Stunde, ne? Jo. Einfach nur andere Farbe, das macht. Okay, dann könnte ich jetzt hier. So, Blueprint von der Mauer machen. Oh Gott, schnell von der Front weg! Ah! Ich will nicht hochgejagt werden. Okay, dann mache ich das provisorisch. Eben so. Einfach nur, damit das schon mal alles läuft. Und dann warum werden die hier angegriffen? Kein Pisser. So. Pisst euch mal. Haben sie wieder durchgeschossen. Du musst jetzt aber zügig manuell zurück. Oder willst du die nur abbauen? Achso, nee, ich hab da oben noch ein Gleis vergessen. Moment. Ich hatte die auf zwei Seiten gekappt. Vergessen. So. Jetzt funktionieren sie wieder. Müssen sich nur eben entfädeln und dann. Tja, das ist ja wie bei der A1 aktuell. Geil, Eisen und Kupfer. So, dann baue ich mal die alte Mauer ab. Baue mal den ganzen Bums hier weg. Nein, ich will kein Blueprint machen, danke. Ich habe übrigens Stein auf das Blaue schon abgegradet, ne? Okay. Also Stein ist schon das Blaue komplett. Okay. Deswegen können wir da. Ich kann das einfach so schon rüberziehen, wenn du möchtest. Ja, die Bells sind jetzt fertig. Bauplan, also wenn du willst, Bauplan kannst du die anderen auch machen, ja. Na, perfekt. Ich gebe das dann in Auftrag, ne? Ja, ja. Oh Gott, das wird, das ist ja sehr hartig. Warte. Von hier und hier runter. So, zack. Boom. Haha. Auf geht's, meine Kinder. Direkt alles auf Blau. So, schön. Jetzt kommen sie hier alle durchgeschossen. Was ist das? Oh, da kommt die Armee. Da kommt die Armee vom blauen Bells. Kann ich auch gleich nochmal hier ein bisschen mehr Puffer reinmachen. Und, let's go. Ist der eigentlich... Hier nochmal... A2. Einer hinter. Okay. So. Einen gerade und dann. Nee. Nee, geht nicht. Ich könnte das weiter hochführen und dann. Ah, nee, komm, scheiß drauf. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das sollte jetzt auch so funktionieren. Alter, dieser Mückenschwarm, ne? Alter, Gott sei Dank habe ich diesen Technikanzug hoch 2, ey. Also ich sterbe da auch nicht mehr von.
Ja, ich nicht. Ich wurde gerade mit Vollkaracho getroffen. Ja. Ja, das sieht so schön aus, ne? Das ist eine Symphonie. Ich mach da noch schöner, was schöner draus, ne? Was machst du? Bisschen. Was denn? Bisschen cool aus, ne? Wo bist du denn? Was machst du denn? Ah, die also. Gleise. So, mal weg. Balalaika. Komm gleich wieder. Komplett leer. Jetzt sollten die auch schon ein bisschen früher wieder können. Ich kann den Puffer da oben nicht noch upgraden. Das hier können wir sonst. Ja. Das hier weg. Hin. So. Das ist Munition, Alter. Ja. Oh, Munition. Ein bisschen schöner. Ich hatte die ganze Zeit jetzt einen scheiß Orbe vom Ich bin ein junger Geiler. Oh, Alter, Stefan, nein. Nein, Stefan. Ja, weil du irgendwas was? Mit. Das ist deine Schuld. Dieser Laila-Song. Jetzt ist nicht? Und eine Puffmama hieß Laila. Sie war schöner, jünger, geiler. Hab ich gesagt, was ich dachte. Au, fucking Zug. Schlechte Lieder, ey. Ach, Schlager ist Kultur und super. Das ist deutsche Schlager. Schandkultur. Das ist doch einfach nur Ballermann. Hast du das hier unterbrochen, Sally? Neben mir. Ja, das war ich eben. Ich hab das einfach noch ein bisschen schöner gebaut, aber dann, ja. Wurden anscheinend ein paar blaue Bells vom System aus abgebaut und ich habe nicht genügend, um die hinzusetzen, ja. Ich habe auch keine mehr. Die werden auch gar nicht produziert, weil da generell zu wenig ankommt. Ja, das ist shit. Metall und Co. Das ist richtig shit. Das ist jetzt doof. Naja, dann mache ich das. Was habe ich denn, um das manuell anzutreiben? Dann mache ich das so. Läuft wenigstens ein bisschen. Dann kommt der Rest. Ich habe ein paar abgebaut, um die hinzusetzen. Ah, schön. Ja, ich denke, jetzt ist also das ist jetzt so hart upgraded. Ach, eine Sache muss ich noch machen. Da unten die Anbindung an das Gleis. Jetzt, das muss noch. Wir müssen in beide Richtungen wieder gehen können. Das heißt, hier alle entfernen. Das ist auch was hier kommt. Nein. Oh, fick dich. Hey, Schimmer. Schimmer. Das sind nur Tempomodule. Tempomodule. Modul 2 haben wir, glaube ich, keine. Ja, nur ein einziges Kack, die Wand dann. Weil die blauen vier. Ja, das ist gerade ein bisschen eine Schleife des Kacke-Seins. Sehr gut. Schleife des Kacke-Seins. Ich glaube, die Mauer wird ein bisschen weniger Strom verbrauchen. Ein bisschen mehr auf 2er.
Laser Turrets gesetzt und diese scheiß Patronengeschütze. Hinterwäldler-Technologie. Schimmer. Und was? Und eine Mauer davor. Das wird uns retten. Keine Ahnung, das was bringt, egal. Eis ist ein bisschen ein Schmock gerade. So, die Ecke muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verteidigen hier. Jetzt hätte ich diese blauen Dude abgebaut, dass ich platziere mal die roten kurz hin. Ja. Weil das ist sonst Aua, es cringed! Sonst warte mal, ich hab blaue, ich mach die einfach kurz hier unten vom Stein weg, weil Stein ist nicht so. Hallo, lass doch das, was läuft, lass laufen. Lass laufen. So, verteidigen das ordentlich. Die das ordentlich. Deutsch. So. Stein ist nicht so wichtig wie Eisen. Ja, das ist richtig, aber fuck you. Hast du blaue? Ja, guck. Oh, geil, ich hab hier unten vom Stein, Stein auf. Hab ich auf rot gemacht und dann noch blau geupgradet und dann hier eben Hand angebaut. Ja, okay, das ist gut so. Aber hier kommen auch gerade blaue Birds. Siehst du die? Die fliegen gerade über uns. läuft wahrscheinlich genau jetzt zum Stein. Weißt du, jetzt kommen sie. Mann. Warum kommt denn so wenig Kupfer? Ah, weil die noch nicht komplett. Ja, sind nicht genügend Züge und nicht genügend Adern, aber das ist ja. Gut, jetzt habe ich das endlich zu Ende gemacht. Mein Gott, ich muss schon so eine halbe Stunde pissen, ey. Aber wirklich, die ganze Zeit denke ich mir so, nee, das muss hier laufen. Wenn ich jetzt einfach pissen gehe und die Erzlieferungen nicht funktionieren, dann wäre das ganz schön bad. Ja, gut. Ich mute mich nur selber und dann bis gleich. Ja. So, was blinkt da? Was blinkt denn da? Das hilft gar nicht. Was ist da an Action, Alter? Ich hab wieder Radare vergessen, wie immer, Alter. So. Überall Radare hinstellen. Du weißt auch, was hier passiert an der Scheißfront. Wir haben einen Upgrade-Plan. So, ich bin jetzt ungefähr 100 Meter weiter. Hat nur 2 Stunden gedauert. Gefühlt. So. Wir sind ganz nah am Uran dran. Drum the base. Eine sehr lange Mauer, aber das könnte ich auch als. Ist aber nicht so ein guter Chokepoint. Oh, das Eisen noch. 111 Millionen. Und sogar noch mehr Uran. Lol, was ist denn da alles los? Aber diese roten Viecher sind ekelhaft. Wie sieht Strom aus? Strom weiß ich nicht. 223 Gigajoule. Ein Giga-Julian. Was ist, wenn man einfach die Batteriekapazität erhöht? Oder weil dass die Nacht einfach angenehmer ist und ich auch in der Nacht was machen kann? Ich hab keinen Plan, du. Gigawatt. Hier, die Advanced Laser Turrets sind hier wirklicher Stromfresser. Und dann kommen die Öfen und danach die Assembler. Und dann erst die zweiten Advanced Beam Turrets. Ich liebe das, wenn das glatt läuft. Kommen so viele Dinge an. Viel mehr Zweiern. Aber die sind einfach nicht stark genug, um die instant wegzumachen. Es gehen viel zu viele Tower kaputt währenddessen.
Ich brauche diese Advanced-Teile. Tempomodul 2. Oh, scheiß die Wand an. Hier fehlen rote. Zack. Ich wieder dran. Ja, zack, zack. Energy Nummer 2. Jetzt bestimmt. Wie sieht das? Ja, her, seit ich nämlich 2 Energies an einem Tag getrunken habe. Jetzt kommt es. Ne? Jetzt kommt es raus. Schande, Schande. Ich habe einfach Bock auf noch einen. Das Leute, habt ihr irgendwo Tempomodule 2 zum Anfordern? In eurem Inventar oder so? Könnt ihr das einmal vielleicht checken? Ich habe immer 500 angefordert, ja. Ja, kannst du das mal einmal kurz lassen, damit... Kannst du das bitte lassen? Kannst du das bitte nicht machen, du Wichs? Oder zumindest mit normalen Tempomodulen arbeiten. Ich hätte gern alles. Nee, wenn, dann arbeite ich mit 2er. Ja, weil wir haben bald schon 3er, bloß 2 wird gerade produziert und ganz woanders hingeliefert, wo die hin müssen. Ich habe jetzt das auf 200 limitiert und so viel habe ich auch im Inventar. Ja gut, das ist okay dann. Die ist schon das. Ich arbeite aktuell mit einfachen. Sobald wir mehr genug haben von den 2ern oder 3ern, dann tausche ich die kurz aus. Aber wir haben genügend, dass ich befüllt werde, also mache ich das so. Bitte. Wie ist es mit der Batteriekapazität, wenn man das ausbaut, dass man in der Nacht auch ein bisschen pushen kann? Oder ist Stromproduktion wichtig? Also konstante Stromproduktion ist schon wichtig, aber ich glaube, es wäre bestimmt nicht schlimm, wenn wir einfach nochmal nur Batterien bauen. Vielleicht da oben oder so. Dass wir einen Patch machen, wo wir nur Batterien haben. Ja. Ich hole mal kurz ein Blueprint raus, das schön kompakt ist. Mit den 2er Laser Tools komme ich da einfach nicht durch. Das ja, da macht das mittlerweile schon Sinn. Schwierig. Das ist der Verschleiß einfach. Warte mal, wieso staut sich das so hässlich? Lol, es gibt ja factorioprints.com, es gibt auch factorioblueprints.tech. Da kannst du ein bisschen besser suchen. Und das ist, oh lol, das ist ja alles richtig schön auf dem, in dem Film gebaut. Sieht schöner aus. Warte, ich will Accumulator. Accumulator. Oder wie heißen die Dinger auf Englisch? Ja. Diese Verteidigerkapseln sind auch echt unnütz geworden, warte mal. Nö, die sind immer noch krass. Echt? Echt? Oh. Wie heißen die Battery? Echt, mein Freund? Ja, ob du es glaubst oder nicht. Ich glaub dir nicht. So, ja. Aber ich mach mich erstmal um die Batterie-Scheiße. Ach, mit C, ich Idiot, natürlich. Ecke? Ja, mir lädt natürlich mit C. Ja, Simple Accumulator. Die sind ja immer Medium Poles. Sag mal, hör auf. Das geht ja besser. Giga Junge. Chat 13k Solar bis 14k im Accumulator. Okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen zu. Ach, Giga Chat, lol, das ist einfach. Oh mein Gott. Das ist ein Blueprint, was Solar und Akkumulatoren baut und das aussieht wie ein Gesicht von GigaChat. What the fuck? Das kopiere ich. Dicker. Das mache ich aber sowas von rein. Das setzen wir uns irgendwo in die Welt. Junge, wie geil. Also ich habe Open-End Mahoni. Maragoni. Sag mal, ich kann teilweise nichts machen. Ist unser Internet gerade Schmutz? Ich importiere gerade einen riesen Blueprint. Moment. Also ich kann mich teilweise kaum bewegen. Ah, Moment. Dann beweg dich einfach nicht. Hast recht. Junge, es gibt so viel Scheiße zu. Eisenskat Max, das finde ich sehr schön. Grün sind auch Max, finde ich sehr schön. Du hast jetzt noch eine. Kriege ich das gerade aber nicht rein. Mal, Achtung. Ach, hast du einfach Copy-Paste, ne? Sag mal, wenn du es platzierst. Platziert? Ich will die Scheiße unbedingt sehen. Wieso geht das nicht? Version 1.0. Ja. Nee, noch lange nicht. Fehlt noch ein bisschen. Warum kann ich das denn nicht richtig? Hey, blöd, es liegt. Leckt so sehr. Wie viele Akkus kann ich denn haben? Immer wenn ich es platziere, aber. Also wenn ich es versuche zu importieren, aber ich krieg's nicht rein. Ich krieg es nicht kopiert. Es ist vielleicht zu groß. Dann versuche ich mal das Blueprint Pure Chat, also nicht den kompletten
das komplette Buch, sondern nur ein. Roboport Step 1, Part 2, No Ports. Achso, quasi eins. Nee, dann mache ich nur das Copy Blueprint. Probieren wir mal nur das Einzelne. Komm, bitte.